Switch it! Review! It's Spring Again ist ein sehr kurzes Lernspiel für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren, in dem erklärt wird, wie die Jahreszeiten von Frühling bis Winter ablaufen. Am Ende startet alles wieder beim Frühling und das Spiel geht von vorne los. Das Spiel kostet 1,99 € im E-Shop und ist auch ziemlich kurz, ich würde es auf 10 bis 15 Minuten schätzen. Das Einzige, was ziemlich schade ist, ist, dass die Sprachausgabe nur in Englisch und Russisch enthalten ist, eventuell wird ja Deutsch nochmal nachgereicht. Jedoch sollte es auch ein schönes Spiel sein, um Kindern Englisch nahezubringen und spielbar ist das Ganze auch nur im Handheld-Modus, da es keine Controller-Steuerung unterstützt. Das Spiel ist 221 MB groß, entwickelt wurde das Ganze von Baba Yaga Games und gepublished von Sometimes You.